Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Kanal auf YouTube. Wir befinden uns heute in OMSI 2 und zwar auf der Strecke Bad Hügelsdorf. Wir befinden uns gerade am Hauptbahnhof und fahren heute mit den A20 Lion City. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns direkt auf den Fahrersitz, schalten den Bus erstmal an, stellen alles soweit ein. Abfahrt ist um 9.05 Uhr. Wir müssten jetzt ungefähr 9.04 Uhr haben. Ja, wird ein bisschen eng. Aber ich beeile mich. Wir sind Personalnummer 21052, PIN-Code 115067. Linie fahren wir die 301 auf der Route 01. So, wir fahren direkt an Hauptbahnhof, Bussteig 1. Übergang zu den Zügen des lösen noch die und Fernverkehrs. Handbremse. Umsteigemöglichkeit zu den Linien und 304 fahren los. Sechelsberg Bahnhof sowie in Richtung Dino Park 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malger Weg und 318 in Richtung Sportflugplatz. Ja, hallo. Einen wundervollen schönen Morgen. Guten Tag. Ich glaube, die junge Dame will noch mit. Servus. Servus. Ja, ich muss leider sagen, dass ich so einige Performance-Probleme habe auf meinem neuen Computer. Ich hoffe aber, das stört euch nicht weiter. Ich hoffe auch mal, dass die Nachladeruckler nicht ganz so groß werden. Das liegt größtenteils an OMSI und natürlich der reichlich schön bebauten Karte Bad Hügelsdorf. Umsteigemöglichkeit zur Linie 304 in Richtung Sechelsberg Bahnhof. Den Fahrkartenverkauf habe ich aktuell ausgestellt. Ich find's einfach so angenehmer. Und ich hoffe, das stört euch nicht. Falls doch, fahren wir die nächste Runde auf jeden Fall mit eingestellten Fahrkartenverkauf. Und der hat Hallo. Nur einen kleinen epileptischen Moin. Anfall. Okay. Ja, ich besitze das Add-on jetzt seit circa 2 Tagen, deswegen habe ich die Hilfen, also die Fahrhilfen noch ein, damit ich überhaupt weiß, wo ich hin muss. Sinsheimer Straße. Ich musste leider wegen der Performance die Grafiktexturen und so einiges ziemlich runterstellen. Wir müssen die zweite Ausfahrt. Der Strecke bzw. auf in dem ganzen Add-on Bad Hügelsdorf gibt es extrem viel KI-Busverkehr und Fahrzeugverkehr und Personenverkehr, was richtig viel Spaß macht. Ihr wisst, ich bin da ein kleiner Fan von viel KI-Verkehr, wenn einfach die ganze Szenerie total lebendig wirkt. Also sammelt mal bei mir auf jeden Fall viele Pluspunkte. Wörthstraße. Aber ich glaube, die Map wäre auch mit weniger KI-Busverkehr sehr schön anzusehen. Ja, ich muss immer noch oben auf den Schildern lesen, ob das passt, wo ich lang fahre. Das Schöne ist, die Ansagen werden automatisch abgespielt. Ihr wisst, ich bin da so ein kleiner, vergesslicher Mensch, der sich das nicht merken kann, was er jetzt schon abgespielt hat und was nicht. Guten so können Morgen. Wir uns einfach Morgen. Moin. Aufs Fahren konzentrieren
und genießen einfach die schöne Landschaft in Bad Hügelsdorf. Und genießen die Fahrt. Schweigroter Platz. Die Route, die wir aktuell fahren, ist, soweit ich weiß, also wenn man den Fahrplan auswählt, für einen Gelenkbus ausgelegt, wegen dem hohen Fahrgastaufkommen. Es könnte also schön kuschelig bei uns im Bus werden. Aber ich denke mal, das wird kein Problem. Wie ihr seht, ich musste die Texturen leider ziemlich weit runterschrauben. Von den anderen Fahrzeugen. Stört einen während der Fahrt weniger, aber wenn man hinter den Fahrzeugen steht, sieht es schon echt unschön aus. Das liegt aber aktuell, glaube ich, einfach, dass mein Computer nicht so ganz harmoniert mit OMSI. OMSI 2 ist ja auch nicht mehr das aktuellste Spiel. Hi. Hallo. Guten Morgen. Da muss man das leider hinnehmen. Hallo. Hallo. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich fahre das Spiel mit meinem Logitech G25. Ist nicht mehr das jüngste Lenkrad, aber ist immer noch super, funktioniert noch ohne Probleme. Ist leider bei den Lenkgeräuschen ein bisschen laut zu hören, aber ich hoffe, ihr hört das nicht ganz so doll raus in der Aufnahme. Solange ich auch nur leicht einlenke, hört man das sowieso eigentlich nicht. Ja, aber sobald man mal stärker einlenkt, hört man die Brummgeräusche doch ziemlich laut. Wir machen mal die Haltstellenbremse rein, dass ich nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen muss. Wie ihr seht an den Pfeilen oben, bietet das Addon doch ziemlich viele Linien auch, die man fahren kann. Also Abwechslung ist auf jeden Fall geboten. Bis jetzt bin ich meistens nur diese Strecke gefahren. Aber wie gesagt, ich habe das Add-on erst seit ca. 2 Tagen. Bisschen hart gebremst, aber hat sich keiner beschwert. Stehen auch noch alle. Sehr gut. Hallo, guten Tag. Sobald es für den Lotus-Simulator, also den Nachfolger von OMSI, mal mehr Auswahl an Busstrecken gibt, werden wir uns diese auch mal genauer ansehen. Hier Leitstelle, was gibt es? Schweigroter Platz, Kreuzung Wieseneckerstraße und Rheinstraße. Hier ist eben so jemand reingefahren. Mit seinem PKW. Okay, du hattest doch hoffentlich Vorfahrt, oder? Naja, nicht so richtig. Aber ich hab's wieder gut.
könnte leicht aber auf Geld gewesen. Wir informieren die Polizei. Mann, ohne dich wäre unsere Werkstatt echt arbeitslos. Ja, der ist aktuell bei Lotus die Performance auch nicht ganz so super. Hi. Aber da wird sich noch einiges tun in der Entwicklung. Das sehe ich bis jetzt auch noch weniger das Problem. Aktuell brechen die FPS große wieder in den Keller. Umsteigemöglichkeit, aber das hat sich jetzt schon wieder beruhigt. 16 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße, Malgaweg, Große Dollenstraße. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. So, wir müssen weiter geradeaus. Kunsthalle. Ich finde aber vom Fahrfeeling her ist OMSI immer noch einer der besten Bussimulatoren überhaupt. Es fühlt sich einfach am realistischsten an. Aber ich denke mal, da wird Lotus auch noch auf einen guten Weg kommen. Machen uns hier mal breit, sonst kommen wir nicht um die Kurve. Ja, momentan sind wir noch voll im Zeitplan. Ganz entspannt. Ich hoffe, das bleibt auch die restliche Fahrt über so. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Und ich glaube, das war zu viel ausgeholt. Das könnte noch passen. Passt, perfekt. Perfekt. Ja, stellenweise wird es hier extrem eng. Aber so macht es Spaß. Ich finde, so ein bisschen herausfordernd muss so ein Bussimulator einfach sein. Hallo. Servus. Grüß Gott. Hallo. Und wir haben schon ein Fahrsignal. Kurzer Schockmoment. Ihr seht im Spiegel, er ist in den bereits neben sich stehenden Bus reingelaufen, obwohl er vorher da gestanden hat. Die Frau gerade hinterher. Ja, super. So.
Wir fahren weiter, als wäre nichts passiert. Hi. Hallo. So langsam füllt sich der Bus. Wichtige Informationen für die Kollegen mit. Am Albert-Einstein-Gymnasium ist ein Baum auf die Straße gekippt. 307 und 314, bitte vorsichtig fahren. Kleine FPS-Drops. Guten Morgen. Jetzt müssen wir die dritte Ausfahrt. Ich glaube, wir hatten keinen Haltewunsch. Ich sehe jetzt nichts auf der Anzeige. Wir fahren weiter. Morgen. Festspielhaus. Ja, moin. Hallo, da kommt schon die Polizei gefahren. Moin. Guten Morgen.
Hatte ich bis jetzt auch noch nicht gesehen in dem DLC. Hindenburgplatz, Stadtbibliothek. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem DLC haltet. Oder wenn ihr noch andere schöne Strecken kennt, schreibt's gerne rein. Bis jetzt besitze ich nur dieses DLC für OMSI. Aber ich bin nicht abgeneigt, mir auch nochmal andere anzuschauen. Platz, Luisenstraße. Auch hier die Stelle finde ich richtig schön umgesetzt. Bringt wieder viel mehr Abwechslung rein. Und zwar muss man jetzt warten, bis diese Poller herunterfahren. Wenn es nicht automatisch angefordert wird, einmal Blinker setzen. Dann sollte sich im Normalfall was tun. Wagen 516. Aber. Steigerweg. Ich habe einen Umsteiger. Grad. Funktioniert das überhaupt nicht? Jetzt funktioniert's. Schade. Dann wünsche ich dir noch. Ich denke mal, die sind unten. Fahren langsam drüber. Und befinden uns jetzt in einer Fußgängerzone. Beziehungsweise in einer Spielstraße. Das heißt Schrittgeschwindigkeit. Die Leute rennen schon zum Bus. Wir öffnen Hallo. Alle Türen. Guten Morgen. Servus. Morgen. Einen wundervollen guten Morgen. Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, hallo. Wir müssen darüber. Haben hinter uns auch noch einen Kollegen. Jetzt können wir. Augustaplatz.
Halli, hallo, Hallöchen. Hallo. Stellenweise wird einem hier schon einiges an fahrerisches Können abverlangt und das finde ich auch richtig spaßig. Endet zwar nicht immer gut, aber macht's interessant. So, wir müssen auf die Pfeile schauen. 301, wir müssen links lang. Vor. Hallo. Okay, jetzt wird's eng. Die Polizei lässt uns fahren. Hallo. Hallo. Fasanen. Seht ihr die Straßen hier stellenweise richtig eng. Ich mag's. Okay, das könnte jetzt auch eng werden. Aber passt. Guten Morgen.
sind sogar gleich schon an der Endhaltestelle angekommen. Kurzer Straße. Das hätte wehtun können. Ja, das sind diese typischen Stellen, wo man nicht weiß, was man falsch gemacht hat. Ja, da wurde gestern in der Werkstatt leider was vergessen. Wir schicken dir gleich Ersatz und dann lass deine Gäste bitte umsteigen. Fahr da die nächste Haltestelle an und warte. Viel Glück. Na, das sind ja tolle Aussichten. Platz. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. So, da sind wir schon angekommen. Der Kollege macht Platz. Jedenfalls so halb. Ich hoffe, euch hat die kleine Fahrt gefallen durch Bad Hügelsdorf. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst und ein Abo. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns dann, wenn es euch gefallen hat, im nächsten Video wieder. Vielleicht wieder in Bad Hügelsdorf. Hier gibt es noch einige Linien zu sehen. Ich mag die Map. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.